Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valerie Porter and the Scarlet Skandal. Ja, ich habe mir jetzt den Namen mal so langsam gemerkt und das ist jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, der 15. Part und wir werden jetzt erstmal an das Telefon gehen, weil, ja, wir müssen ja irgendwie weitermachen, ne? Also, wollen wir horchen, wer da dran ist. Jackson had an unfortunate accident. Go cover it. Who is this? Laszlo? What are you doing? Terry, I was just looking for you. What is it? Oh, did you hear about Jackson? No, what happened? He's dead. I think someone murdered him in his cell. I'll go check it out. Oh, and Valerie? Good job. Sir, Jackson's dead. I went to see him and he was hanging in his cell. Suicide? Something's just not right. I found out that he was taking money from United Industries to take a dive in the fight. And then he ends up dead with a bottle of John Daddy's whiskey next to him. Whiskey? It had a note that said, with compliments. Earlier, Jackson explained to me that it was a farewell gift. Kaufman had one in his penthouse as well. Be careful with this one, Valerie. Give me 500 words on the connection between the two deaths. I think Terry's going to have the main bar, but I'll save some room for you on the front page. About Terry, I was... Focus on this story first, and then we'll talk about Terry. Okay. Oh, jetzt... Oh, da... Alter! Was soll das denn? Oh, oh, ja. Oh, ich freue mich jetzt schon. Two separate high profile. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Films Director. Johnny Jackson und... Ja. Das... Ne. Da können wir eigentlich hier schon mal... Der Anfang war schon mal total für den Arsch. Ich tick jetzt einfach nur mal so. Ne, Moment, wartet mal. Ich müsste eigentlich schon mal gucken, ob ich die Story nicht irgendwie so normal fertig kriege. True silently mysterious that reporter has discovered a note between the both men had John Daddy's with the late started both men were placed at the Ja, das wird sehr lustig. Also die Story, die wird, boah, die wird so gut einschlagen. Ich habe da jetzt schon so viele Fehler drin. Das ist, ich denke, der ganze Text wird gleich rot aufblinken. Das ist so. 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 To separate high profile. Gut, wir werden jetzt mal Relation als erstes setzen. Famous Director Jeremy Kaufman and Champion Prizefighter Johnny Jackson, both with ties to the late
Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Both whose ties to the late. Scene of Valor's death. Were found dead under. Mysterious. Circumstance. Through silently. Silently, Scarlet Valour, this reporter has discovered. Nee, das ist auch irgendwie falsch. Has discovered, unrelated. Between the. Connection. Both men has had two deaths. So let's. Das ist auch schon wieder irgendwie falsch. Ach Mensch. Were placed at the foul play and a bottle of John Daddy's whiskey with a handwritten note that reads with compliments was found at both crime scenes. Through police have ruled out truth. This reporter continues to dig for the personalities. Gut. Jetzt nochmal eben hier mein kleiner Notizzettel. Ich hänge schon wieder viel zu lange an diesem Scheißding, aber ist es gerade egal. Wo ist mein Kugelschreiber schon wieder hin? Oh, Alter, ich kriege hier echt zu viel. Mein Kuli ist weg. Haha, schön. Ich freue mir einen Keks. So. Also. Relation darf nicht oben stehen. Ich glaube, Scarlet Velour hatten wir oben auch schon stehen. Dann packen wir jetzt mal two separate high profile truth famous. Wir packen jetzt mal das truth oben hin. Truth. Famous habe ich dann wieder bekommen. Ronnie Jackson, both with ties to the late. Machen wir Connection dahin. Earth found death under mysterious circumstances. Through Simonly. Versuchen wir mal das. Between the two deaths. Both men had personalities with the late starlet. Both men were placed at the unrelated and a bottle of. Das ist, glaube ich, auch schon wieder falsch. Was found it? So police have ruled out foul play. This reporter continues to dig for the Gut, also truth darf auch oben nicht stehen. Gut, der Rest ist auch alles falsch. Gut, und Relation darf am Schluss auch nicht stehen. Machen wir erstmal hier Personalities. Ja. Ich hänge da schon wieder fast 10 Minuten in diesem Part dran. Das geht auch gar nicht. The late
Machen wir Relation dahin. Wir versuchen das jetzt einfach mal so. Vielleicht klappt das ja. Wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Dann machen wir es gleich nochmal. Ich glaube, unrelated zum Schluss ist auch nicht richtig. Ja. Gut, jedenfalls das obere wäre schon mal richtig. Och, Mann, 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 Mann. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, die wir umstellen müssen. Ich glaube, Scene of Velour's Death muss zum Schluss hin. Dann passt das, glaube ich, besser. Delayed Connection. Vielleicht muss Connection da auch hin. Discover it. Truth bis... Ach, da müsste, glaube ich, Relation rein. Ja, gut. Wir machen das mal eben so. Ja, komm, schreib dich um deinen Verstand. Das dauert viel zu lange. Das ist scheiße. Gut, Scene of Velour's Death darf auch da nicht hin. So, also Connection... Darf da auch nicht hin. Also, Relation. Connection darf da nicht hin. Unrelated, machen wir das mal. Was ist discovered? Relations between the two deaths. Both men had... Place at the scene of Velour's death. The bottle of Johnny's whiskey, ja. Ich glaube, Truth zum Schluss, das passt auch irgendwie nicht. Unrelated ist da auch falsch. Alter, was soll denn das? Ah, Truth ist auf jeden Fall zum Schluss richtig. Okay. Und hier ist das Scene of Velour's Death ist auch richtig. Das heißt The Late Scarlet Velour. Dann packen wir das da mal hin. The Late Scarlet Velour. Succinctly. Relations. Supported discovered a connection between the two deaths. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt stimmt. Na? Das ist eine Tipperei. Das Papier, was da jetzt schon verballert wurde, ist echter Wahnsinn. Das ist auch noch nicht richtig. Ach, jetzt müssen hier Unrelated und Relations müssen noch getauscht werden. Also, Unrelated und Relations. Ja, los. Hey, nach ungefähr 15 Minuten habe ich dieses Scheißding endlich beendet. Alter, ich sollte nicht für die Zeitung arbeiten. Und wie gut, dass ich das auch nicht mache. Geht ja gar nicht. Boah. Ja, jetzt kommt das Scheißding hier auch noch. Wunderbar. So, ich lasse das nochmal eben in dem Part drin. Ich suche jetzt einfach mal eben durch. So. Da kommt auf jeden Fall Jackson hin.
Was? Das ist nicht richtig? Okay. Ach so. Ach, Kaufmann mit Doppel-F. Ja gut, okay. Hey, ist gut. Connection. So, danke. Oh, hat lang genug gedauert. 23 Minuten. Boah, leck mir am Arsch. So, Jackson coming to site in cell. Kaufmann Jackson Connection. Fragezeichen. Gut. Alles klar, Leute. Wir werden uns dann gleich im nächsten Kapitel, beziehungsweise im nächsten Chapter wiedersehen. Die 16 Minuten, das reicht jetzt für einen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Ich sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!